Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video. Wer meinen Kanal nicht kennt, ich bin Sebastian und ihr seid hier auf Tupac VR. Ja, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr den Kanal jetzt abonnieren würdet. Und ja, ich durfte vorab in Hellsweeper VR reinschauen. Auf dem PC, also die Steam VR-Version. Ich habe keine vorherige Version getestet von diesem Game, sondern ja, habe auf die PC VR-Version gewartet und ich muss sagen, es sieht echt nicht schlecht aus. Ich würde als erstes mal gerne mit euch in die Einstellungen reingehen, um mal zu schauen, was wir hier so für Möglichkeiten haben. Also wir haben einmal die Kalibriermodus, ja, das ist natürlich auch ganz wichtig. Nur Hände-Avatar, also dann haben wir ja nur, sehen wir nur unsere Hände. Ich lasse den normalen Avatar aktuell drin. Dann haben wir hier den Tunnel, wenn man sich bewegt, ne? Diese Vignette brauche ich nicht, kann aber jeder einschalten, wie er möchte. Zielhilfe, ja, lasse ich erstmal aktiv, wer weiß, wie schlimm es wird hier für mich. Dann haben wir ja Händeverschiebung, dann kann man wirklich den Winkel anpassen und so weiter. Man kann die Waffenhöhe anpassen, das ist natürlich auch ganz wichtig. Dann gehen wir mal auf Ansicht. Hier haben wir die Grafikeinstellungen. Und ja, ich habe hier erstmal Texturauflösung auf High, Schatten auf Medium, Texturqualität auf Ultra. Nachbearbeitung habe ich noch aktiv. Blut aktivieren, Zerteilen aktivieren, ist natürlich auch ganz wichtig. Jetzt kommen wir zu den Punkten, was wir im Bild einblenden können. Also einmal, was ich sehe, aber auch was ihr seht, das ist LP und Mana. Dann hat man hier unten immer so einen kleinen Balken. Bei euch wäre der jetzt auch im Bild unten. Stört mich, deshalb lasse ich das erstmal deaktiviert. Und ja, man kann ja auch einen Koop-Modus spielen, verbinden, UI würden wir dann hier auch sehen. Und LP des Gegners anzeigen, also wie viel Energie der hat, kann man auch ausblenden, wenn man das möchte. Das kann man eigentlich auch, das machen wir mal. Das ist ein bisschen besser. Bullet-Time-Effekt der Verbündeten anzeigen, lassen wir auch mal aktiv. Also man kann hier mehrere Sachen einschalten, so wie man das haben möchte. Und das ist natürlich auch nicht unwichtig. Griff anzeigen, Schwebeanzeige aktivieren und so weiter und so fort. Ja, dann haben wir einmal hier die Audio-Einstellungen, die wir hier separat einstellen können. Gesamtlautstärke, Hintergrundmusik und so weiter und so fort. Und dann kommen wir zum Aufnahmepunkt. Das ist jetzt für die Leute, die gerne aufnehmen wie ich. Und ich habe jetzt diese Aufnahmemodus aktiviert und habe euch ein Field of View von 90 gegeben. Ja, mal schauen, ob es gut aussieht. Das werden wir nachher sehen. Ich denke aber mal schon. Ich bin jetzt hier noch im Prolog. Es gab vorab noch ein kleines Tutorial. Man konnte sich dann zwei Waffen aussuchen. Die Waffen, die wir bekommen, die müssen wir uns immer spawnen lassen. Das heißt, wir haben hier Befehle hier oben. Ja, wie beim Steuerkreuz ungefähr, aber nicht, dass wir das über einen Controller machen, sondern wir müssen es mit einer Handbewegung machen. Schwerter würde ich machen mit Grifftaste halten nach oben, ne? Dann lassen sie sich Schwerter spawnen und die Waffe hier wäre Grifftaste und nach außen und schon, wie ihr seht, habe ich zwei Revolver in der Hand und das gleiche gilt hier für diese Sachen, da kann man auch noch was reinpacken, werden wir wahrscheinlich noch was freischalten können und ja, also ich muss sagen, es sieht ganz gut aus, ich habe keine Version vorab getestet, das Game kostet 29,99 auf Steam. Erscheint am 21. September und ich würde sagen, wir gehen mal weiter und schauen mal, was auf uns zukommt. Wenn der Gegner mit dem Griff eines Schwertes oder einer Pistole schlägt, wird ihre Deckung durchbrochen, wenn sie sich in einem Zustand des Ablockens befinden. Zweihändige Angriffe werden die Deckung ebenfalls brechen. Ich spreche gleich auch. Wir können uns einmal hier per Normal bewegen für Free Locomotion. Dann haben wir aber auch eine Teleport-Funktion. Es gibt auch einen Bullet-Time-Effekt. Den kann ich euch gleich zeigen, wenn mal Gegner kommen. Und jetzt gehen wir mal hier hin. So, jetzt Bullet-Time-Effekt. Die kann man natürlich auch so zerteilen. Okay, den packen wir uns mal. Nochmal kurz Bullet Time.
Wir haben hier auch eine Anzeige von Mana. That was one for the books. So. Das Zerteilen ist natürlich auch cool. Also, hier haben wir noch eine Anzeige von unseren LP, also Lebenspunkte und Mana. Und Mana, wenn wir jetzt hier Bullet Time, kostet natürlich Mana. Oh Gott, ich habe mich verletzt. Kann man das hier rausziehen? Suche die Steine, um deine Belohnung einzufangen. Steinhand. Ah, da hinten. Okay. Also sieht schon nicht schlecht aus, muss ich sagen. Jetzt haben wir hier wieder was freigeschaltet. Beherrschung. Schweben freischalten. Fertigkeiten schweben, Unterstützungsfähigkeiten werden automatisch ausgerüstet. Levitation. You have to remember this one. If it glows, it floats. Ah. Das kostet wahrscheinlich auch Mana dann. Das ist ja cool. Jetzt bin ich hochgesprungen. Matter itself is at your mercy. Aha, okay. Ich habe vorher nichts hiervon gespielt. Also ist für mich komplett auch erstes Mal. Und wie gesagt, wir sind immer noch im Prolog. Items are outcrops of Hallow. This one should drop a key. Break it. Okay. Zum Halten Stick klicken. Yes. Ah. Now to the chest. Loot. Loot and power. All the more for Feuerbeschwörung. Feuer machen wir. Komm, mach in den Elements. It's always easier to start with fire. Now go forth, Hellsweeper. Okay, das ist. Slay all that come before you. Die lösen sich auf, okay. Aber das ist nicht schlecht. Ah, geil, kann ich auch noch mit schießen. Cool, das probieren wir nachher aus. Oh, 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 oh. Boah, da habe ich fast abgestürzt. May your sweep be long and the slaughter bloody. Den mussten wir uns eben ins Ohr stecken, das war im Tutorial. So, mal schauen, was jetzt auf uns zukommt. The flower of farewell, death or new beginnings, doesn't really matter. Watch them grow like weeds as you grow in power. Okay, also damit können wir wahrscheinlich aufleveln. Welcome to the Hall of the True Vine, Hellsweeper. Everything's here. Training tools on the left, wardrobe on the right, and the portal in front. Take a look and make yourself at home. Like looking at yourself in the mirror, huh? Ah, hier können wir unseren Fortschritt sehen, unsere Fähigkeiten, die freigeschaltet sind und so weiter. Ist natürlich cool. Sweeper. Ah, hier können wir auch Masken freischalten. Welche Farbe die Ader hat, denke ich mal. Sieht man hier was schon? Ne, keine Ahnung. Lassen wir einfach mal so. Okay, gehen wir mal weiter.
Wir können über Wasser gehen. Oder ist es Blut? Wer weiß. Was ist das hier? Schwierigkeitsgrad, normal. Überlebe das sich ständig verändernde Labyrinth der Hölle. Wirst du zum Sieger oder zum Verdammten? Okay, gehen wir mal kurz weiter. Schauen wir uns das mal an. Umkehrgriff. Aktiviere Alternativgriffsstile für beliebige, indem du zweimal Trigger drückst. Ah, okay. Ja, das ist doch cool. Don't skip the lessons. Sweeping hell ain't easy. I've watched many before you fail. Unterstützungsfähigkeiten. Ah, das sind die ganzen Tutorials. Okay, wir lassen einfach mal das Ganze hier. Und wir machen einen neuen Sweep. Das heißt, wir gehen hier hin. Neuer Sweep. Good luck. Das heißt, wir werden immer runtergeschickt. Wenn wir sterben, gehen wir wieder wahrscheinlich hoch und können uns dann neu ausrüsten und so weiter und so fort. Look for the Stonehenge to collect your starting skills and rewards. Okay, wir haben aktuell gar nichts. Was haben wir hier? Segen. Das ist Schweben freischalten. Komm, wir gucken mal, was Segen ist. Es steht viel auf dem Spiel. Erhöhe den Schaden, nachdem du getroffen wurdest. Okay. Ah, ich muss jetzt aussuchen. Okay. Was ist denn jetzt mit meinen Händen los hier? Hallo? Ist gar nicht schlecht, wenn ich getroffen wurde. Mehr Schaden. Das nehmen wir. Hallo? Ah, okay, den haben wir dann auch noch. Okay. Oh, bestimmte Objekte verfügen über besonders schwere Attacken. Schwinge entweder. Okay, jetzt können wir uns aussuchen, was wir hier haben wollen. Schwertbeschwörung freischalten. Feuer? Ja, haben wir doch schon alles durch. Schwert. Und jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Also man hat immer so eine kleine Vorbereitungsphase und dann geht's wahrscheinlich rund. Da haben wir eine Kiste. Okay, und jetzt? Survive for as long as the timer is ticking. Okay, Schlüssel. Lass ich da erstmal liegen.
Das ist gar nicht so einfach, glaube ich. Okay. Oh yeah. You are the epitome of grace under fire. Okay. Wir haben gerade so überlebt. Upgrades are plenty. What's your pleasure? Was hast du denn für uns, Steinhand? Erhöhe maximales Mana. Felsenteilung freigeschaltet. Felsenteilung, mal gucken, was das ist. Schwinge nach oben. Schwinge nach oben, wende die Handflächen zum Himmel und halte dabei griffend gedrückt. Mensch, was man könnte. Ah. Da ist eine Truhe. Wo ist mein Schlüssel? So, die müssen wir auf jeden Fall öffnen. Okay. Steuerung ist noch nicht so. Die habe ich noch nicht so verinnerlicht. Okay. Das sieht schon cool aus hier, ne? Aber haben wir noch irgendwo eine Kiste, die wir jetzt gerade noch nicht gefunden haben? Nee, ne? Okay. Nein. Das werde ich sowieso nicht alles hinkriegen, aber ich versuch's. You can fight, run or hide, as long as you stay alive. Jetzt aber. Die sind aber echt stark.
Ich meine, ich stelle mich jetzt gerade auch blöd an. Das möchte ich gar nicht. You make demon slaying look easy. Kann ich den auch nach vorne bewegen irgendwie? Nein, okay. Puh, das kann ganz schön anstrengend sein. Upgrades are plenty. What's your pleasure? Upgrades. Zugang zum Shop erhalten. Geteiltes Feuer. Der Flammenwerfer lässt einen zusätzlichen Flammenstrahl los. So, haben wir hier noch eine Kiste, ja. Drei schon. So, noch ein. Na komm. Pistolen sind gar nicht schlecht, wenn wir die haben noch zusätzlich. Okay, gehen wir zum nächsten. Ah, das war gerade schon viel. Ich fand es jetzt nicht irgendwie langweilig oder so. Die hat auch drei. So, den schon mal aufgemacht. Speed is key. Gather the Trove's missing puzzle pieces to claim your rewards. Okay. Kann das Ding mal weggehen? You were close. Not close enough. Warum geht das nicht weg hier? Das stört. Ist ja schön, dass es mir was erklären will, aber das war jetzt blöd. So, das war unser Akt. Lauf beenden. Dann kommt man wieder in die Halle und dann geht das Ganze von vorne los. Ich würde sagen, einen kleinen Durchgang machen wir noch. Aber wie gesagt, das ist jetzt mein Ersteindruck. Das heißt noch nichts Großartiges. Ich werde jetzt auch kein abschließendes Fazit nachher geben. The Truvine is watching. Do your worst. Die ganzen Ladephasen, die nerven aber ein bisschen. The lands in Twain twist and reshape to whatever souls traverse its borders. Be they demon vessels or human pure souls. Magieüberfluss, letzter Ausweg. Komm, nach oben machen wir die Waffen. Feuerangriff. Nach außen. So. Komm, kleiner Mann, ins Ohr. Und los geht's.
Okay, da wo wir gerade gestorben sind. Whatever you do, just don't die before the time runs out. Nachladen einfach nach außen und gut ist. Au. Ne, nach außen. Ach guck mal, ein Roller. Wie cool. Okay, da ist die Hand. Aber ich hab doch jetzt eben. Okay, da muss man erstmal mit klarkommen. Können wir gleich benutzen. Du kannst mit dir besser Alternativschüsse ausführen, indem du die Seite neigst. Feuere mit deiner Hand. Aha. Zielsuchende Waffen. Okay. Weg mit dir. Das ist aber groß, der Roller. Das mit diesem Springen finde ich ganz gut. Finde ich gut gelöst. Was ist das? Maximale Mana und nochmal. Laservisier, Kompaktmagazin, Trickschuss. Fettige Finger. Erhöhe den Schadensbuff des manuellen Nachladens. Komm, nachladen. Den können wir auch noch mitnehmen. Ich dachte, man müsste sich wieder entscheiden, aber cool. Guck mal, und hier schönes Laservisier. Jetzt haben die Gegner ja gar keine Chance mehr. Jetzt wird's langweilig. Demons spilling out. Diese fliegenden Dinger, die nerven. Na, komm. Jetzt will man den Flammenwerfer machen und geht nicht. Mann!
manually reloading your guns before going. Das ist kein Spiel für mich, ihr merkt das, oder? Du siehst ja hässlich aus. Komm her. Ah. So, gibt es hier jetzt noch eine Kiste, wo wir hin können? Ich sehe jetzt keine Kiste. Vielleicht erscheint die aber gleich erst. Belohnungen. So, jetzt können wir uns das aussuchen wieder. Erhöhe den Schaden. Aber vielleicht müssen wir auch dahin. Okay, da kommt man nicht hin. Das heißt, hier gibt es jetzt keine Kiste, ne? Okay. Also nicht alle Texturen sehen hier top aus oder toll aus. Man sieht auch immer wieder so ein paar Sachen, die dann nicht so toll aussehen. Aber vollkommen in Ordnung. Also grafisch ist das echt gut. Okay, hier haben wir zwei Schlüssel. Uiuiuiui. Ich muss weiter. Vergeht in meinem Feuer. Na, ich muss hoch, ich muss hoch. Ich muss hoch. So, da hinten waren jetzt Schlüssel. Ich bin der Schlüsselmeister. Das müsst ihr gleich schon mal so probieren, ne? So, jetzt haben wir sogar zwei Truhen. What's your pleasure? So, da ist noch eine Kiste. Der 606 Obolus. Also kleine Zahnräder. Da haben wir auch noch was. Geteiltes Feuer. Ah,
I hate being immortal. Also mit den Feuerzaubern komme ich noch nicht so richtig klar. Your hard work pays off, Hellsweeper. Obols are for the basics. But if you want something special, you'll need to spend some souls. And don't forget, no refunds. Okay. Wir haben 4239 oder das untere? Ah, okay, okay, jetzt verstehe ich's. Bisschen mehr Schaden machen und dann gehen wir mal weiter. Oh. Die sehen aber gruselig aus, du. Das ist nicht schlecht. Aber es geht auch nicht ewig, ne? So, wo war die Kiste? Da ist eine. Sind noch genug Kisten hier, also, oder genug Schlüssel? Da ist noch. Da brauchen wir aber drei für. Pack mal 10, ist besser. Okay, jetzt haben wir auch Schwerter bekommen. Wo ist die Hand? Die Hand Gottes. Da war eine Bergmarder, ne? Aber... Da ist die Hand. Ich dachte gerade, da wird einer an der Wand hängen. Dem war nicht so.
Letzte Drehung. Geworfene Folgerungen wenden sich den Gegnern zu. Na klar. Okay. Okay, nach vorne und Trigger. Okay. Hat der eben schon ganz gut geklappt. Eigentlich. Und das Feuer ist echt stark, muss ich sagen. Collect all of the Trovaulter's missing pieces with haste to recover your bounty. Relentless, and so should you be. Ah, wo ist noch einer? Wo ist noch einer? What's your strategy, Hellsweeper? Du kannst hier das mit deinem Schwert eine Klinge aus konzentrierter Energie. Halte Trigger während des Schwert horizontal vor der Brust. Okay. Ich weiß nicht, was das jetzt bringen soll, aber gut. Absoluter Noob in Hellsweeper. Da. Jetzt gibt es einen Endboss. Ich glaube schon, ne? Kann ich euch wenigstens einmal den Endboss zeigen. Von Akt 1. Töte den Boss. Das war mir schon klar, dass ich natürlich. Ich dachte, ich wäre ein bisschen geschützt, wenn ich diesen Flammenzauber habe. Aber gut. Also, das war mein Noob-Gameplay zu Hellsweeper. Aber wenigstens bin ich einmal bis zum Boss gekommen. Und man, ja, wie es schon steht, man wird natürlich immer stärker. Ne? Man levelt immer weiter auf. Man kriegt natürlich auch irgendwann besser die ganzen Sachen hin. Wie gesagt, das war wirklich mein erstes Gameplay hier. Ich habe vorher noch nie gespielt. Und ja, man muss es lernen. Es ist ein Spiel, was dann auch wieder ja, ein bisschen zum Videospiel anregt, um wirklich stärker zu werden, um immer wieder Sachen freizuschalten, um besser zu kämpfen. Das war jetzt bei mir ganz schlecht. Aber ja, ich finde, es ist echt nicht schlecht. Ob es jetzt 29,99 wert ist, weiß ich nicht, bin ich mir nicht ganz sicher. Ich denke schon, dass man auch besonders hier, wenn es ein Online-Koop jetzt hier gibt,
und dass es dadurch auch ja, interessanter wird. Hier können wir immer wieder Sachen ausprobieren, testen. Und so weiter und so fort. Kann ich hier noch irgendwas machen? Fortschritt, Datenreset. Genau, ein Datenreset könnte man jetzt hier auch machen. Wäre aber jetzt Quatsch. Wir haben auch nichts freigeschaltet von der Garderobe her. Also ich denke schon, dass man hier Spaß haben kann. Ich hatte den jetzt noch nicht so stark, weil ich einfach aktuell noch zu unerfahren bin, sage ich einfach mal. Und ob es dann irgendwann richtig gut fruchtet, weiß ich nicht. Ich habe auch hier immer das Problem bei solchen Spielen, dass ich Angst habe, wirklich zuzuhauen, weil mein Zimmer echt nicht groß ist. Hier fängt schon meine Wand an. Hier ist meine Wand, die ich schon berühren kann. Also ich habe nicht viel Fläche zum Spielen. Und draußen ist es dann wieder was anderes. Aber eigentlich cooles Game. Die Grafik gefällt mir von Brutalität her. Man kann die Gegner zerteilen. Man hat einen, ja, einen Bullet-Time-Effekt, der ganz cool ist. Könnte ein bisschen länger gehen, aber ist vollkommen in Ordnung. Man hat verschiedene Waffentypen da am Start. Magie am Start mit Feuer. Also ich denke schon, dass man hier richtig Spaß haben kann, wenn man es einmal beherrscht. Aber das war wirklich jetzt nur ein Ersteindrucksvideo hier. Gerne auch eure Meinung dazu. Habt ihr es schon mal gespielt? Was sagt ihr zum Game, wenn ihr es gespielt habt? Und ja, was ist euer Eindruck jetzt hier vom Game, wenn ihr es noch nicht kennt? Wie gesagt, ich werde es auf jeden Fall weiterspielen und mal zu gucken, ob ich besser werde. Und ich danke euch jetzt erstmal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.